Israel hat ihn schon. Wer eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat oder dagegen geimpft ist, kann sich den grünen Impfpass als App aufs Handy laden. Auch Ausdrucken funktioniert. Mit dem QR-Code können Geimpfte und Genesene ihre Immunisierung fälschungssicher, zum Beispiel im Fitnesscenter, nachweisen und vieles tun, was ihnen bisher durch den Lockdown verwehrt war. Wenn der europäische digitale Impfpass bald nur Geimpften und Genesenen die Türen zu Sportcentern, Museen oder zu Konzerten öffnet, dann wären diese Menschen unter sich. Ist das medizinisch noch bedenklich? Nein, sagt die Virologin Ulrike Protzer. Wenn ich irgendwo hingehe und alle sind geschützt und können nicht mehr krank werden, dann habe ich ja keine Gefahr mehr. Deswegen kann man das sicherlich schon machen. Der europäische Impfpass könnte also bequem viele Lockerungen möglich machen. Welche? Das soll jedes Land selbst entscheiden. Aber noch ist nicht klar, ob man trotz der Impfung das Virus weitergeben kann. Deswegen lehnt die WHO den digitalen Impfpass ab. Studien zur Weitergabe des Virus trotz Impfung laufen längst, aber sie sind extrem aufwendig. Denn man muss bei Geimpften mindestens jeden zweiten Tag über längere Zeit einen Abstrich machen. Und das bei einer sehr großen Menge von Menschen. Das ist super aufwendig. Solche Studien sind angeleiert. Wir hoffen, dass die Ergebnisse in den nächsten Wochen kommen. Aber genau wissen tun wir das natürlich nicht. Wenn tatsächlich bewiesen wäre, dass Geimpfte keine Viren mehr weitergeben, darf man ihre Grundrechte dann überhaupt noch einschränken? Das fragen wir einen Verfassungsrechtler. Also wenn feststehen sollte, naturwissenschaftlich, dass von einem Geimpften keine oder nur noch eine geringe Gefahr ausgeht, dann gibt es keinerlei Legitimation mehr dafür, ihm irgendwelche Grundrechte, Freiheitsrechte vorzuenthalten. Fazit: Die spannende Frage bleibt eigentlich, ob Geimpfte und Genesene die Viren weitergeben oder nicht. Dass ich mich impfen soll, bevor ich verreisen darf, das ist eigentlich nichts grundlegend Neues. Wer zum Beispiel nach Ghana oder Angola will, der darf das nur mit einer Impfung gegen Gelbfieber. Eine Impfpflicht gibt es auch in der Kita. Hier müssen Kinder gegen Masern geimpft sein. Prinzipiell kein Problem. Aber bei der Corona-Impfung, da sieht es gerade anders aus. Denn nicht jeder, der will, kann auch sofort den Impfstoff bekommen. Da stellt sich die Frage, ist es unter diesen Umständen fair, wenn beispielsweise Reisen oder Kino- und Theaterbesuche nur für Geimpfte erlaubt sind? Es gibt zu wenig Impfstoff. Deshalb wird priorisiert. Zuerst kommen die dran, die am gefährdetsten sind. Die Konsequenz: Nicht jeder, der das möchte, kann sofort geimpft werden. Wenn aber nur die Geimpften und Genesenen mit dem digitalen Impfpass demnächst Lockerungen genießen sollten, dann wäre das ungerecht. Das Ziel muss sein, dass möglichst viele wieder viel dürfen. Also man muss auf die Weise für mehr Gerechtigkeit sorgen, eben dass diejenigen, die noch nicht geimpft sind, auch natürlich die Möglichkeit haben, ihre Freiheits- und Grundrechte auszuüben. Und dafür muss eben aufgrund bestimmter Hygiene- und Schutzkonzepte gesorgt werden. Also mit flexiblen Strategien wie zum Beispiel Selbsttests, Sicherheitskonzepten und Hygienemaßnahmen Lockerungen für Nicht-Geimpfte ermöglichen. Der digitale Impfpass ist dann nur eine Maßnahme, die mit anderen gekoppelt wäre. Zusammen würden sie für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Europäische Kommission verspricht, dass der digitale Impfpass in einem halben Jahr voll zur Geltung käme. Das soll dann so aussehen. Bis zum Ende des Sommers sollen 70% aller Bürgerinnen und Bürger der EU geimpft sein. Dann wäre die Herdenimmunität erreicht. Die nationalen Impfpässe sollen dann auch durch die EU international vernetzt sein. Dann könnten immer mehr Geimpfte und Genesene mit ihren digitalen Impfpässen ins EU-Ausland reisen und überall Kultur und Freizeit genießen. Solange aber noch keine Studie geklärt hat, ob die Impfung auch vor der Weitergabe von Viren schützt, sollten die Geimpften noch Rücksicht nehmen.